Die Saison geht endlich wieder los. Morgen ist es soweit, 15.30 Uhr gegen den SC Freiburg. Herr Bruchhagen, schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Wagen Sie doch mal bitte für uns einen sportlichen Ausblick auf die neue Saison. Ja, erstmal bin ich genauso froh wie alle anderen, wie unsere Anhänger und wie alle, die mit der Eintracht zu tun haben, dass es wieder losgeht. Denn es ist doch klar, 2,5 Monate kein Fußball bedeutet 2,5 Monate Spekulation, 2,5 Monate auch intensive Arbeit. Denn unser Kerngeschäft ist ja das Verkauf von Karten, von Logen, von Bannenwerbung, von all den Stadion- und vereinsgeborenen Rechten, die wir haben. Also es ist sehr intensiv und trotzdem freut man sich natürlich. Fußball ist das Schönste, was es gibt und morgen geht's wieder los, ja. Allerdings haben wir natürlich auch einige Spieler, die uns leider verlassen haben. Sebastian Jung, Sebastian Rode, Pirmin Schwegler, ganz starke Spieler. War denn dieser Umbruch in dieser Form nicht zu verhindern? Leider war er nicht zu verhindern. Also gerade nicht nur was den menschlichen Bereich angeht, sondern auch gerade sportlich waren das tolle Spieler, die auch die Eintracht geprägt haben in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren. Es ist eben der gnadenlose Wettbewerb in der Bundesliga, der dazu führt, dass die Spieler sich auch anders orientieren. Sportlich erst einmal, ein Verein wie Bayern München, wie Wolfsburg, hat natürlich sicherlich eine bessere Perspektive, zumindest im Augenblick, und ist nicht vergleichbar. Aber wir müssen auch sehen, dass diese Spieler sich wirtschaftlich enorm verbessert haben. Also eine Gehaltsverdopplung ist da gar nichts. Und das sind junge Menschen und die kommen in mein Büro, Rode, Jung, aber auch Schwegler, die sind nicht begeistert, wenn sie die Eintracht verlassen können, sondern sie handeln nach den Prinzipien des Lebens, Existenzsicherung und auch sportliche Weiterentwicklung. Und das müssen wir halt akzeptieren, genauso wie es vielleicht der ein oder andere Verein, der unter uns angesiedelt ist, es akzeptieren musste. Wenn ich an Stefan Aigner denke, auch 1860 München musste akzeptieren, dass Stefan nach ähnlichen Gesichtspunkten zu uns gekommen ist. Und 1. FC Kaiserslautern musste es bei Trapp auch so akzeptieren. Das ist ein Teil unseres Geschäftes, so bitter wie das ist. Und freuen tut sich darüber keiner. Aber ich denke, wir haben mit unseren Neuerwerbungen und wir haben mit unserer Mannschaft, die jetzt Bruno und der Trainer zusammengestellt haben, haben wir ein Ensemble, das neu aufgestellt ist. Das bedeutet sehr viel Arbeit, das bedeutet sicherlich auch Rückschläge. Aber ich bin total optimistisch, gepaart auch mit so jungen Leuten wie Stendera und auch dem einen oder anderen, der sich vielleicht noch weiterentwickeln kann, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft, mit einer schlagkräftigen Mannschaft ins Rennen gehen. Ich bin da also ganz, ganz optimistisch. Ich weiß, dass es Thomas Schaaf sehr schwer wird. Ich weiß, dass eine Mannschaft so umzuformen und mit einer neuen Spielphilosophie zu versehen, dass das Anlaufschwierigkeiten bedeutet. Und aber ich bin total optimistisch, dass wir im Laufe dieser Saison wieder ein ganz schlagkräftiges Team haben, das attraktiven Fußball spielt. Jetzt hatten Sie auch gerade eben das Wort Weiterentwicklung genannt. Das ist ja ein sehr, sehr gutes Wort, was auch wirtschaftlich und sportlich passt, auch zur Eintracht. Wie sieht es denn perspektivisch aus für die Eintracht in Hinsicht der wirtschaftlichen und sportlichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten hier? Ja, das ist eine Frage, die uns natürlich intensivst bewegt bei uns im Club. Und wir wissen, dass wir, und das ist ja auch überall nachzulesen, und ich selbst bin ja auch im Vorstand der Deutschen Fußballliga und des DFB und ich sitze im Lizenzierungsausschuss, und wir wissen, dass wir mit unserem 35,5 Millionen Etat im Ranking der Bundesliga an 11. Stelle liegen, und das ist natürlich auch ein Gradmesser. Und was die Weiterentwicklung angeht, da haben wir es natürlich sehr schwer. Im Fernsehranking sind wir 14. Hier müssen wir uns verbessern, um doch Anschluss zu finden an mögliche Zielsetzungen. Und die Zielsetzung kann natürlich immer sein, nicht unbedingt in diesem Jahr, aber immer wieder doch mal an internationalen Fußballplätzen zu riechen. Das ist der Anspruch von Eintracht Frankfurt und daran arbeiten wir auch. Wir müssen feststellen, dass viele Mitbewerber von uns über Investoren sich immer mehr verbessern. Das gilt für Hoffenheim, das gilt für Leverkusen, das gilt für Wolfsburg. Das tut den Traditionsvereinen der Bundesliga sehr, sehr weh. Mit denen können wir uns im Augenblick nicht vergleichen. Und das ist also sehr, sehr schwer, aus dem laufenden Geschäft heraus mit diesen Vereinen zu konkurrieren. Hinzu kommen die internationalen Fernsehgelder, die auf die Champions League verteilt werden, die uns ja die großen Vereine wie Schalke, Dortmund und haben enteilen lassen. Als ich 1992 angefangen bin, oder als wir damals die Fernsehgelder verteilt haben, 92, da bekamen alle das Gleiche. Oder 89 in Schalke, da bekamen alle das Gleiche. Heute ist das natürlich so weit auseinandergegangen, dass es ganz, ganz schwer ist. Und stellen Sie sich vor, 1992
92 hatte doch der Bayern München keine Chance. Jeboa, Stein, Uwe Bein, ich könnte noch zig, Okocha und wen ich alles nennen könnte, zu holen. Heute können sie doch selbst von Dortmund holen, wen sie wollen. Und Dortmund wiederum kann von den Vereinen unterhalb holen, wen sie wollen. Also das ist schon sehr, sehr schwierig geworden. Und trotzdem bin ich total optimistisch, weil wir mit unseren doch wirklich trotz der hin und wieder auftretenden Probleme wir eine tolle Unterstützung haben hier in Frankfurt. Wir haben mit 47.000 Zuschauern können wir rechnen. Die Menschen lieben die Eintracht und das ist eine Grundvoraussetzung. Und wir sind auch wirtschaftlich ganz gut aufgestellt, insofern, als dass wir das laufende Geschäft nur bedienen, indem wir das aus den laufenden Einnahmen bezahlen. Wir haben jetzt 3 Jahre lang mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben. Das konnten wir uns aber immer noch erlauben. Zum Glück haben wir die internationalen Fernsehgelder hinzubekommen. Die haben dann den drohenden Verlust wieder ausgeglichen. Also wir bewegen uns an der Linie, an der noch ertragbaren Linie. Und daraus resultiert mein Optimismus. Dass denn die Investoren, nach denen alle rufen und nach denen ich immer gefragt werde, die haben ja doch unterschiedliche Motive. Der Investor, der in der Schweiz lebt und einem Bundesligaverein 25 Millionen bereitstellt, das ist keine Investition, das ist eine Bereitstellung. Und Bereitstellung zieht Zinsen nach sich. Und wenn der Investor dann auch noch sich Trainer und Manager entsprechend wünscht, dann ist das, was wir nicht wollen. Und wir wollen auch keinen Finanzinvestor. Denn ein Finanzinvestor, der in der Hauptstadt investiert, der sagt ganz öffentlich, ich gebe Geld, aber ich möchte mit diesem Geld Geld verdienen. Und das würde auch zulasten der Eintracht gehen. Gegen einen strategischen Investor, ja, ich sage mal hier in der Bankenstadt Frankfurt, da würden wir uns liebend darüber freuen. Ein strategischer Investor, der an der Weiterentwicklung des Vereines interessiert ist. Aber auch hier ist die AG ja nicht der Betroffene, sondern die noch vorhandenen zu veräußernden 11,5% der Anteile liegen ja beim e.V. Und wenn der e.V. sie aus Gründen, die nicht in meinen Einzugsbereich gehen, sie veräußern würden, würde das Geld ja auch nicht bei der AG landen. Also ist dieses immer wieder gesuchte Investorenmodell für uns nicht auszuschließen, aber es hat bei weitem nicht die Realität, die man sich wünscht. Da spielt das Herz eine große Rolle. Jeder wünscht sich einen Scheich und so weiter, aber die Konsequenzen, die damit verbunden sind, die werden wohl zu wenig beachtet. Und Eintracht Frankfurt kann ein enormes Selbstbewusstsein haben, was seine Vereinsstärke angeht, was seine Fanstärke angeht, was seine Tradition angeht. Und darauf basierend müssen wir Schritt für Schritt uns auch erst einmal in der Fernsehtabelle verbessern. Und dazu gehört Kontinuität und dazu gehört auch ein gutes Tabellenbild, dass wir das abgeben. Und dazu können wir absolut optimistisch sein, denn viele Traditionsvereine, wenn ich an Bremen denke, an Hamburg denke, an Stuttgart denke, an Köln denke, an Hannover denke, wären froh, wenn sie so eine Situation hätten, wie sie Eintracht Frankfurt im Augenblick hier präsentiert. Das hört sich doch sehr gut an und stimmt uns natürlich zuversichtlich. Aber was macht Ihnen denn Hoffnung, dass wir bald mal wieder mit 12.000 Leuten durch Europa reisen und eine europäische Eintracht-Party feiern, also Eintracht Frankfurt International? Was macht da Hoffnung? Ja, also es ist doch, ich habe doch jetzt immer noch diese, das war ja ein Jahr wie im Traum. Wenn ich immer wieder samstags die Bundesliga gewesen wäre und wir im Abstiegskampf oder immer wieder Angst hatten, haben mussten, immer auch nach unten schauen mussten, wäre es ja ein tolles Jahr gewesen. Und jetzt muss ich erstmal erkennen, wir spielen dieses Jahr nicht international, ob es vielleicht auch toll ist, wenn wir einen Tabellenplatz belegen, der uns nicht so große Angst machen muss. Aber dieses Jahr war natürlich ein traumhaftes Jahr und alle im Verein, von der Verpackerin in der Merchandising-Abteilung bis zu Ihnen, Herr Strassheim, aber alle im Verein wünschen sich doch nichts mehr, als dass wir das nochmal wieder erreichen. Leider ist uns die Chance genommen worden, über das Pokalendspiel da reinzukommen. Also wir müssten dann Siebter werden. Und wer hätte denn gedacht, nach der Aufstiegssaison hätte sich jemand hingestellt und hätte gesagt, wir werden Sechster, ja, dann hätten sie uns für verrückt erklärt und wir sind Sechster geworden. Und im letzten Jahr sind wir von einer Tageszeitung auf Platz 5 getippt worden und wir sind 13. geworden. Das zeigt, eine gewisse Unwägbarkeit liegt doch immer im Fußball. Und wenn alles gut geht und wenn alles klappt, dann können wir auch wieder mal ein bisschen nach Europa schauen. Schielen, sage ich lieber, als schauen. Okay, aber eine kurze Frage noch. Ja. Wenn wir den Pokal gewinnen, sind wir doch in Europa dabei. Da sind wir in Europa dabei, ja. Aber meistens, also es zeichnet sich doch vieles dafür ab, dass einer der großen Vereine den Pokal gewinnt, ist ja leider so.
In den letzten Jahren hat es ja keinen Außenseiter mehr gegeben. Aber wir sind ja schon mal in den UEFA Cup gekommen oder in die Euroleague gekommen, als wir gegen Bayern verloren haben, 2006. Naja, Sie kennen ja das Lied Wunder gibt es immer wieder. Hoffen wir darauf, dass das eine gute Saison wird für unsere Eintracht. Und vielen Dank für das Gespräch. Ich bin total optimistisch und ich freue mich auf Trainer Schaaf und sein Team und auf die Zusammenstellung der Mannschaft. Ein bisschen Geduld werden wir brauchen, aber wir machen es schon. Okay, das hört sich gut an. Vielen Dank für das Gespräch und morgen gerne. In drei Punkte natürlich für uns. Hoffe ich auch. Alles klar. Okay, danke.